So, hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, der Guido. Von mir persönlich noch nachträglich alles erdenklich Gute fürs neue Jahr 2021. Es ist mein erstes Video für euch, was ich jetzt im neuen Jahr drehen möchte. Bin froh und dankbar, dass ich das wieder machen darf, dass wir auch jetzt noch die Möglichkeit haben, wieder Videos für euch zu machen oder zu drehen, damit ihr weiterhin am Ball bleiben könnt. Wollt noch mit auf den Weg geben, dass ich mich freue, dass der Zugriff doch sehr, sehr gut ist, das Ganze auch genutzt wird, mir natürlich das Zeichen auch gibt, dass es sich lohnt und wirklich Spaß macht, dieses Video zu drehen. Hab heute eine dynamische Variante mitgebracht, schon im Tabata-Style, so wie wir es vielleicht schon einige Male zusammen trainiert haben, aber die Intervalle etwas verändert, beziehungsweise die Kombinationsübungen etwas umstrukturiert, um einfach mal andere Impulse zu setzen. Ne, wer Tabata kennt, wir hatten die letzten Stunden, wenn wir es umgesetzt haben, immer diese 20-Sekunden-Intervalle trainiert und immer die einzelnen Muskelgruppen durch, vielleicht mal eine Kombiübung mit bei gehabt. Heute ist es so, dass wir die Zeitintervalle etwas verlängern. Wir werden also 30 Sekunden in der Belastung sein pro Muskelgruppe und wir werden immer zwei Übungen miteinander koppeln. Ja, also zwei Übungen im Wechsel absolvieren, bevor es dann in den nächsten Block geht. Insgesamt werden es 6 Blöcke sein. Was identisch bleibt, was immer gleich bleibt, ist die Tempowahl eurerseits und auch die Alternativvarianten, die ich mit ansprechen werde, dann im Nachgang, die ich auch zwischendrin mit zeigen werde, um sie immer mal wieder ins Bewusstsein mitzuholen oder in Erinnerung zu holen und ihr dann entscheiden dürft, was für euch in dem Moment realisierbar ist oder auch nicht. Ja? Aber bevor es soweit ist, werden wir mit der klassischen Erwärmung starten, werden dann ins Hauptgeschehen wechseln, am Ende nochmal ein kurzes Stretching daher. Ich wünsche euch viel Spaß und mega Erfolg beim nächsten Kurs. Los geht's. Setzt die Füße mal ein wenig breiter. Kennen wir, die Knie und Fußspitzen richten sich nach außen und beginnen zunächst einmal mit leicht kreisenden Bewegungen unserer Schultern nach hinten. Versuchen, den gesamten oberen Bereich zu aktivieren und zu mobilisieren. Weitgehend in einer gleichmäßigen Atmung zu bleiben. Jawohl, wir werden etwas aktiver in den Armen, starten von da aus etwas mehr in die Rotation nach hinten. Das Ganze mit relativ gestreckten Armen. Ändern die Richtung von hinten nach vorn. Um den Bewegungsablauf einmal ein wenig zu variieren. Starten nach oben die Senkrechte und lassen diesmal den rechten Arm, den linken Arm nach hinten fallen. Rechts nach vorne, links nach hinten. Das ist ein klein wenig koordinativer. Ändern die Richtung, setzen den anderen Arm nach vorne. Oben aus der Senkrechten nach außen die Atmung, atmen aus, tief ein, wieder aus, tief ein. Mit der nächsten schließenden Bewegung hol dir die Füße etwas weiter nach innen und beweg dich bitte mal ganz locker und dezent über entweder laufende Bewegung oder gehende Bewegung, marschierende Bewegung am Platz. Das ist ganz wichtig, nicht gleich völlig zu übertreiben, Puls langsam nach oben zu holen. Durch die Sprünge etwas kontrollierter anzugehen. Wer für die springende Variante entschieden hat, sollte immer darauf achten, dass beide Füße gleichmäßig aufsetzen. Hüfte darf ein klein wenig mitdrehen. Drehen jetzt die Handfläche nach oben und springen dazu ein wenig Seil. Imaginär. Hier etwas mehr Aktivität in den Handgelenken. Auch die Schulter wird ein klein wenig mit angesprochen. Wir ziehen jetzt von hier aus die Ferse etwas weiter nach oben, Richtung Oberschenkelrückseite.
ins Knie etwas intensiver. Und setzen von hier aus nochmal nach vorne zum Kniehebel auf. Diese Variante jederzeit als marschierende Option. Arm zu und setzen bitte mal nur die Beine in die Grätsche. Kennt man aus dem Hampelmann, aus dem Jumping Jack. Bring den Arm jetzt mal in die Streckung und versuche auch hier mal meine koordinative Variante, indem wir die Arme zuerst in Richtung Waagerechte führen, dann nach oben, zurück in die Waagerechte und nach unten. Wer damit nicht zurechtkommt, wie die klassische Variante, geht auch. Drei bis vier Wiederholungen mehr. Spannen den Arm und setzen von da aus das Bein um. Dann schneiden die Bewegung in den Arm hin. Und wer möchte, nehmen wir die Kantine nach oben hin. Etwas kleiner in der Bewegung, mit dem Arm zurück in eine stabile Position und springe möglichst nur auf dem rechten Fuß. Wer Gelenkprobleme hat oder Hüftprobleme, ähnliches, sollte immer in der Wechselseitenvariante bleiben. Setzen um aufs andere Bein, möglichst auch hierbei über den Vorderfuß. Wir kürzen jetzt mal die Abstände. 8 Wiederholungen rechts, 8 Wiederholungen links. Los geht's. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 und wechsel. Wechsel mal links. Und wechsel, andere Seite. Hopp. Wir verkürzen nochmal 4 rechts, 4, wechsel, linke Seite, wechsel, rechte Seite, wechsel. Jetzt nur noch 2 pro Seite, 2, locker. Wir sind nicht so weit nach oben anheben. Und jetzt wieder ins Joggen zurück. Ein Wechsel haben wir noch, da geht es kurz in die Dehnung. Und zwar aus dem Stand heraus, Wechsel rechts und links. Dabei das Gewicht immer mal mit verlagern. Immer das passive Bein ruhig leicht anheben. Damit fällt in der Wechsel etwas leichter. Letzte 8 mehr noch. Sehr gut. Und wieder etwas ruhiger werden. Das heißt, wir locken die Muskulatur, atmen kurz durch. Oh, wer wie ich zu viel Sachen anhat, kann es dann wieder anbehalten oder wie ich dann umdisponieren. So, gehen dann zurück in einen etwas breiteren Stand und setzen die Hände mal auf den Oberschenkel auf. Die Fingerkuppen zeigen dabei nach innen zur Innenseite und eine deiner Schultern wandert nach vorn in Richtung Zentrum. Entlasten und bring die andere Schulter nach vorn. Jawohl, dann geht es zunächst ins Zentrum zurück. Mit den Unterarmen an die Oberschenkelinnenseite, mit dem Becken etwas tiefer und mit dem Knie leicht nach außen in Richtung Rückseite zur Dehnung der Adduktoren. Und dann beide Hände zurück auf den Oberschenkel, rollen es von hier aus über jeden einzelnen Wirbel zurück in den Stand, tragen den Arm dann über den Kopf in die Streckung und greifen jetzt das rechte Handgelenk. Für den gesamten Rumpf dann über die Mitte hinweg zur linken Seite. Entlasten, entspannen, greifen um und führen das Ganze zur gegenüberliegenden Seite noch einmal.
Und dann zurück zum Zentrum, senken den Arm, gehen abschließend noch ein klein wenig mehr in die Dehnung der Wadenmuskulatur, bringen dabei die Füße in einen etwas kontrollierten Ausfallschritt, beugen das vordere Bein und setzen die Hüfte etwas weiter nach vorne in Richtung Standbein, Richtung vorderes Bein. Die Ferse hinten sollte den Kontakt zum Boden halten und somit deine Wade etwas gezielter ansprechen können. Entlasten kurz, wechseln zur anderen Seite. Wenn man etwas unsicher steht oder sich unsicher fühlt, sollte immer darauf schauen, dass die Füße nicht linear, sondern immer leicht versetzt stehen. Und auch hierbei sollte die hintere Ferse am Boden bleiben. Die Hüfte wandert dabei ein kleines Stück nach vorn und die Wade wird angesprochen. Sehr gut. Dann geht's zurück in den neutralen Stand. Lockern uns ein wenig. Wer möchte, trinkt noch eine Kleinigkeit. Wir kommen zum ersten Teil der Übung. Und zwar wird es eine Mischung sein aus Ausfallschritten, 30 Sekunden Belastung wohlgemerkt und 10 Sekunden Pause. Danach geht es in den Liegestütz hinein. Den Liegestütz als gestreckte oder gebeugte Variante in den Beinen werde ich dann während des Kurses noch ansprechen. Und das Ganze halt pro Muskelgruppe 4 Runden, also im Wechsel. Wir haben also 8 Durchgänge für Runde 1. Alles, was bleibt, sind die 10 Sekunden Pausen während der einzelnen Übung. Ja, und damit wir ungefähr die Zeit im Blick haben, werde ich das Ganze mit meiner Stoppuhr begleiten und euch dann immer einen Tipp geben, wann Pause, wann nächste Trainingsrunde. So, los geht's! Wir kommen zum ersten Teil, Ausfallschritt. Und zwar aus dem neutralen Stand heraus. Für die ersten 30 Sekunden. Fertig. In 3, 2, 1 und los geht's. Hände dürfen immer in der Hüfte bleiben oder wer möchte. Nach vorn gesetzt. Das Ganze in 5 Sekunden. Den Wechsel. 3, 2, 1 und der Wechsel zur Matte in den Liegestütz. Das Ganze in 5 Sekunden. Fertig. Für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Und zurück in den Ausfallschritt. Runde 2. 3 Sekunden noch. 2, 1 und auf geht's. Zehn Sekunden. Letzten 3, 2, 1 und zurück auf die Matte. Achtung, Alternativvariante Liegestütz. In 5 Sekunden über das gebeugte Bein. Fertig. Und los geht's. Zehn Sekunden. 5. Und in den Wechsel zum Ausfallschritt. Teil 3. 5 Sekunden noch. In 2, 1 und los geht's.
10 Sekunden. Jetzt sind 3, 2, 1 und der Wechsel zum Liegestütz. Runde 3. 5 Sekunden noch. Und los geht's. Drei Sekunden und nach oben auf zum Ausfallschritt. Letzte Runde. 30 Sekunden. Achtung für 3, 2, 1 und der letzte Durchlauf. Ausfallschritt. Zehn Sekunden. Jetzt sind 3, 2, 1 und eine Runde Liegestütz. Dann geht's zum zweiten Teil. Achtung, 5 Sekunden. Alternativ wieder für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Und in die Pause. Heißt, wir kommen nach oben zum zweiten Teil. Es geht um Squats und um den Plank plus Rotation. Dazu kommen wir gleich. Zeige ich während der Übung Sumo Squats, die breite Variante. Ganz klassisch und dann gekoppelt mit der Baumuskulatur. Das Ganze in 5 Sekunden. Letzten. 3, 2, 1 und auf geht's. Zehn Sekunden. Letzte 5, 4, 3 noch, 2, 1 und auf die Matte zum Unterarmstütz. Achtung, die Füße gestreckt oder gebeugt. Fertig. 2 Sekunden. Und los geht's. Sekunden und in den Wechsel nach oben, zurück zum Sumo Squat, zur weiten Kniebeuge. Für 3, 2, 1 und los geht's. 30 Sekunden. Zehn. Drei, zwei, eins und zurück in den Unterarmstütz. Achtung, alternativ gestreckt oder gebeugt. Ja, alternativ wäre hierbei klassischer Unterarmstütz.
Beim Unterarmstütz bitte das Becken nicht zu weit nach oben, sondern schön stabil bleiben. Sollte es nicht passen, dann bitte die gebeugte Variante jederzeit, ja, um die Belastung ein wenig zu entschleunigen, zu verändern. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins und wieder den Wechsel. Vorletzte Runde, weite Kniebeuge. Das Ganze in 3 Sekunden noch. 2, 1, all action. Zehn Sekunden. Jetzt 3, 2, 1 und Runde 3 für unseren Blank. Das Ganze in 3 Sekunden. 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Letzten 3, 2, 1 und nach oben. Letzte Runde. Weite Kniebeuge. In 5 Sekunden. 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Für letzten. 3, 2, 1 und noch einmal auf die Matte für unseren Unterarmstütz. Das Ganze in 5 Sekunden. 3, 2, 1 und los geht's. Und auch dieses wieder als Alternativoption. Ja, ihr seht, ich zeige es gerne im Wechsel. Auch die Möglichkeiten. 2 und 3. 3 wäre diese. Immer mal mit in Erinnerung zu rufen. Letzten 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, noch 2, 1 und in die Pause. Beziehungsweise gleich nach oben hin. Nächste Kopplung, also Block 3, wäre der Jumping Jack oder Side-Tip in Kombination mit Sit-Ups. Danach wird es eine kurze Trinkpause geben und dann kommen wir zu den nächsten drei Blöcken. So, auf geht's. Jumping Jack, etwas mehr Ausdauer für den dritten Teil. Für letzten 5 Sekunden. Achtung, für letzten 4, 3 noch, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und auf die Matte zum nächsten Schwerpunkt Sit-Up. Achtung. Für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Letzten 5, 4,
3 noch, 2, 1 und zurück nach oben zum Jumping Jack. Achtung, ich zeige euch noch eine Option für die Arme. Im zweiten Teil könnt ihr frei entscheiden. Für 3, 2, 1 und los geht's. Einmal über die Seite, einmal nach vorn. Über die Seite, nach vorn. Da hast du natürlich auch in der klassischen Option bleiben oder am Seite. Das geht auch, ne? Zehn Sekunden. Für 3, 2, 1 und Teil 2, Block 2. Sit-up. 5 Sekunden hin und auf geht's. Zehn Sekunden hin. Letzten. 3, 2, 1 und zurück nach oben zum Jumping Jack. Vorletzte Runde. Achtung, in 2, 1 und auf geht's. Letzten. 5 Sekunden. 3, 2, 1 und Arme noch zurück zur Matte. Sit up. Sind wir bei Runde 3 von insgesamt 4. Auf geht's. Zehn Sekunden. 3, 2, 1 und Arme nach oben. Letzte Runde Jumping Jack. Für 3, 2, 1 und auf geht's. Zehn Sekunden. 1 in die Pause, beziehungsweise eine Runde für die Bauchmuskulatur Sit-Up. Und dann geht es in eine kurze Trinkpause. Achtung, für 3, 2, 1 und los geht's. Letzte 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1 und in die Pause. Jetzt eine 40 Sekunden Pause. Trinkt eine Kleinigkeit. Danach geht es gleich weiter mit den nächsten drei Blöcken. Also 40 Sekunden zum Trinken, zum Durchatmen und dann geht es in den Block 4. Drei Muskelgruppen, Trizeps, Schulter und Beinmuskulatur, sprich einmal den Clean Squat mit Frontkicks und den zweiten Teil zeige ich dann auf der Matte. Das ist ein enger Liegestütz und Schulterblattdrücken in der schmalen Version. Gut, wir kommen zum nächsten Durchlauf. Beinkräftigung und im Anschluss daran Schulter und Trizeps.
das Ganze in 3, 2, 1 und los geht's. Lockere Kicks, 10 Sekunden, und in den Wechsel, enge Liegestütz, gestreckt oder gebeugt, bloß Schulterblatt drücken, die Hände etwas dichter zusammen, für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Fünf. Und in den Wechsel. Clean Squat plus Front Kicks. 5 Sekunden. Für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Letzten fünf. Und in den Wechsel. Achtung, Alternativoption. Gebeugte Beine. Für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins und zurück in den Teil 3 unserer Clean Squats, klassische Kniebeuge plus Frontkicks. Für 3, 2, 1 in die Runde 3. Zehn Sekunden. Für 3, 2, 1, eine Runde. Enger Liegestütz plus Schulter. In 3 Sekunden. Fertig. Und los geht's. Zehn Sekunden. Und in die letzte Runde der klassischen Kniebeuge. 3 Sekunden. 2, 1 und auf geht's. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins und letzter Wechsel für Schulter und Trizeps. Achtung mit mir und der Plan B Variante. Drei, zwei, eins und auf.
Jetzt in 5 Sekunden hin. Für 3, 2, 1 und nach oben. Nächster Schwerpunkt. Etwas ausdauerlastiger und ein wenig Rückmuskulatur im Wechsel. Und zwar einmal in der Kniehebelauf, wie in der Wärmung oder das Marching, beziehungsweise Rücken zeige ich euch gleich auf der Matte. Okay, wir kommen zum nächsten Schwerpunkt. Ganze 10 Sekunden hin. Beginnen mit Kniehebelauf. Ganz, ganz klassisch. Das Knie circa Hüfthöhe. Für 3, 2, 1 und los geht's. Sekunden. Für 3, 2, 1 und auf die Matte. Zurück in die Bauchlage. Eine vertraute Übung. Für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Für 3, 2, 1 und der Wechsel zum Kniehebelauf Teil 2. 3 Sekunden. Für 2, 1 und auf geht's. Für 5, 4, 3, 2, 1 und zurück zum zweiten Teil Rückenkräftigung. 3 Sekunden für 2, 1 und auf. Zehn Sekunden. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und die letzte Runde des Kniehebelaufs. 2 Sekunden und auf geht's. Sekunden. Noch 3, 2, 1 und nochmal zurück auf die Matte. Ich glaube, wir sind erst bei 3, ne? Eine haben wir da noch. Für 3, 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Für 3, 2, 1 und ein letztes Mal zurück zum Kniehebelauf. Ups. 3 Sekunden noch. 2, 1 und ins Finale für den Kniehebelauf. Zehn Sekunden.
3, 2, 1 und letzte Runde für Rückmuskulatur. In 3, 2, 1 und auf geht's. Legt hin, 5 Sekunden hin, für 3, 2, 1 und in die Pause. Es geht nicht mehr ganz nach oben hin, es geht nur in den Vierfüßlerstand. Die letzten zwei Übungen, also die letzte Kombi steht an, nochmal für den Bauch oder beide Varianten für den Bauch viel mehr. Und zwar als erste Variante. Der Wechsel über die Matte, über dein Kissen, über dein Handtuch von rechts nach links, wobei das Becken schön stabil bleibt. Und dann noch eine Variante für die schräge Baumuskulatur. Okay, 10 Sekunden. Acht auf den Schulterbreitenstand der Hände. Bring deine Füße zur Mattenaußenkante für 3, 2, 1 und auf in die erste Runde. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins und der Wechsel auf die Matte in die Sitzende. Bitte bei die Fersen am Boden lassen. Russian Twist. Fertig. In zwei, eins und los geht's. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins und in die erste Runde zurück. Etwas dynamischer, das Ganze 5 Sekunden. Drei, zwei, eins und auf. Zehn Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und der Wechsel zum Sitzen. Russian Twist. 5 Sekunden. Für 3, 2, 1 und auf. Zehn Sekunden. Für 3, 2, 1 und in die nächste Runde. Teil 1 zurück. 3 Sekunden. 2, 1 und los geht's. Zehn Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und letzter Wechsel. Letzter Wechsel. 5 Sekunden. Für 3, 2, 1 und auf.
Letzte 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und in den Cut. Wunderbar. Ihr dürft oder solltet sogar auf der Matte bleiben. Sollte der Bedarf da sein zu trinken, nutzt die Zeit. Ja. Regeneriert euch ein wenig. Und findet euch dann wieder ein. Und zwar zur Entspannung. Oh, wer bereits auf der Matte ist, geht an und für sich einfach zurück in die Rückenlage. Und jetzt von hier aus bitte mal alles an Muskulatur zu Boden fallen. Konzentriere dich an dieser Stelle etwas bewusster und intensiver auf deine Atmung, auf deine gleichmäßige Atmung. Und hast du die Möglichkeit, den Puls wieder etwas zurückzufahren, zu senken. Bring dann zuerst einmal beide Beine in eine geschlossene Position und die Fußspitzen in etwas längere Version nach vorn. Das geschieht, es bringen beide Arme über den Kopf hinweg, so weit wie möglich nach hinten in die Streckung. Das Ganze hat etwas mehr Einfluss auf unsere Wirbelsäule, auf die Bauchmuskulatur. Führen die Arme und beide am Boden entlang in Richtung rechte oder linke Hälfte. Spüren den Rumpf gegenüberliegend. Eine ganz leichte Dehnung. Achte auf deine Schultern. Schultern sollten hierbei weit in den Boden berühren. Entlasten, entspannen und wechseln zur anderen Seite. Und dann langsam wieder zurück. Jetzt Ausgang, in die Ausgangsposition. Holen uns beide Beine in die Beuge, die Knie etwas näher in Richtung Körperzentrum und bewegen uns anschließend über die Mitte zur rechten linken Seite. Wir möchten hier mit unseren Lendenwirbel etwas mobilisieren. Zurück ins Zentrum und beginnen mit der Rotation der Füße nach innen oder außen. Dann wechsel das Ganze mal zur anderen Richtung. Bring beide Füße zur Ruhe, stellen das linke Bein zur Matte auf, das rechte Bein über dem linken Oberschenkel ab und greift ihr von hier aus entweder das vordere Knie oder die Oberschenkelrückseite des vorderen Beines und holt ihr das Ganze etwas näher Richtung Körpermitte. Spür die Gesäßhälfte rechts etwas intensiver. Du
hast die Möglichkeit zu erweitern, indem wir das vordere Bein etwas weiter nach vorn anheben, greifen uns hier für die Wade oder bleiben in Nähe der Oberschenkelrückseite und dehnen somit etwas mehr in die Oberschenkelrückseite hinein. Entlasten und wechseln zur gegenüberliegenden Seite. Zuerst einmal geht es mit dem linken Bein auf den rechten Oberschenkel, mit beiden Händen dann wieder in Richtung Knie oder Oberschenkelrückseite und anschließend mit all dem etwas näher in Richtung Körpermitte zur Dehnung der Gesäßhälfte links. Und die Rückseite im Oberschenkel ist etwas spürbar. Jetzt das vordere Bein mit einem kleinen Stück nach oben, verändern den Griff entweder zur Wade oder bleiben in jeder Oberschenkelrückseite. Dann löse und lasse das Ganze, stell das Bein zum Boden auf und ändere deine Position bitte mal aus der Rückenlage in die Bauchlage. Und greife hierbei beide Fußgelenke. Setze die Oberschenkel aneinander und drücke die Fersen hierbei etwas näher zum Gesäß. Das Becken anschließend etwas intensiver Richtung Matte und dehne somit in die Oberschenkelvordere Seite hinein. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, beide Füße gleichzeitig zu greifen, sollte sich auf eine Seite konzentrieren und anschließend einfach mal wechseln. Dann entspann das Ganze und bring den Fuß zurück zur Matte. Das Bein also wieder etwas zurück in die Streckung. Die Hände anschließend etwas näher unter die Schulter. Und drück dich dann bitte mal über die Hände, über den Arm nach oben in den Vierfüßlerstand. Darüber hinaus dann etwas aktiver in Richtung Wade, Richtung Ferse. Und senke deinen Brustkorb zur Matte hin. Spür deine Wirbelsäule, die Brustmuskulatur. Löse, entspann das Ganze, bring die Hände anschließend etwas gezielter unter die Schulter, setze das Becken etwas näher in Richtung Ellbogen, das Kinn zum Brustkorb und roll deine Wirbelsäule etwas nach oben auf. Von hier aus entlaste mit ein ganz leichtes Hohlkreuz und lenke den Blick nach vorn. Jetzt wiederhole den Part nochmal und hol dich so weit du kannst nach innen. Noch einmal in die Gegenrichtung zurück. Das Ganze ein letztes Mal, so weit du kannst nach innen. Und wieder in die Gegenrichtung nach außen. Jetzt kommt von jetzt langsam zurück. Zum Zentrum, bring beide Hände neben dein Knie, roll dich in die Hocke zurück und komm aus der Hocke raus und langsam in den Stand. Bring deine Schulter in den Kopf erst ganz am Ende in die neutrale Position zurück. Oben angekommen, wieder in etwas neutraleren, sicheren Stand. Bring deine Schultern nochmal in die Rotation. Das Ganze mit weichen Bewegungen möglich. Oh, und dann die Hände
beschränken Sie oder legen Sie ineinander. Die Möglichkeit gibt es auch, wer es nicht ziehen kann. Und lockern unsere Handgelenk ein wenig. Spannen das Ganze, ziehen den Arm noch mal etwas nach außen, atmen ein, auf dem Weg nach vorne wieder aus. Noch einmal tief ein, kleine Bewegungen wieder nach vorne und aus. Ein letztes Mal bewusst ein und nochmal aus. Zieh deine Arme nach außen, dreh die Handfläche nach vorne. Alle Finger verschwinden bis auf die Daumen kommen nach vorne. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Weiterhin maximale Erfolge beim Trainieren. Bleibt mir erhalten. Bis dahin, euer Guido. Tschüss. Dankeschön.